Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Automation The Car Company Tycoon Game hier aus CGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben uns hier das Modell 2 2009 Schrägheck ausgesucht und ich mal gucken, ob ihr drauf kommt, was ich damit vorhabe. Auf jeden Fall werden wir versuchen, hier diesen Fünftürer dann dort zu haben. Der wird ein bisschen lang sein für das, was es eigentlich sein soll, aber na gut. Das Ganze wird auf, glaube ich, rostfreier Stahl, das Verkleidungsmaterial. Dann haben wir einen, nein, das ist Leiterrahmen. Ich glaube, das ist Leiterrahmen, ne? Ja, doch. So, das Ganze aus rostfreiem Stahl. Motoranordnung ist vorne quer. Wir haben eine Frontaufhängung mit Doppelquerlenker. Nee. Achse, nee. Nee, was? Oh, passt schon. Heckaufhängung ist auch Doppelquerlenker. Ja. Das sieht so aus. Wie als wenn es so sein müsste. Nee. 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 Oh, was haben wir denn hier noch für Technik? So. Machen wir einen Doppelquerlenker hinten auch hin. Einzelradaufhängung. So, Stabilisator, alles drinnen. Gut. Dann hätte ich welche, würde mal sagen, gehen wir mal weiter. Nee, da wollte ich ganz gerne eigentlich einen auswählen aus unserem Motor, und zwar diesen hier. So, den Motor wollte ich ja nicht auswählen. Jetzt nochmal rausgehen zu, oder? Der müsste doch jetzt geladen sein, oder? Warte, was ist das hier? Model 2? Nee, immer noch hier Motor drin, warte. Dann nochmal. Den Motor bitte laden. Den Motor. Nur überarbeiten. Der sollte doch eigentlich durch sein, der Motor. Nee, das ärgert mich jetzt. Ich dachte, ich kann den Motor einfach so übernehmen. Jetzt haben wir es doch, oder? Das hat er übernommen und den Rest nicht. Ist der Rest alles da? Hallo? Nimm das doch mal einfach als gegeben hin. Oh, das kann ich doch nicht alles schon wieder machen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das enttäuscht mich gerade. Ich dachte, ich kann einfach den Motor reinstecken in das Auto und das ist gut. Geschmiedet. Weiter geht's. Ja, lassen wir erstmal so. Ja, lassen wir erstmal so. Kraftstoff, bei der Kraftstoffeinspritzung. Mehrpunkt. Konfiguration. Einzel. Standard. Ja, es könnte sein, dass er jetzt in den 20er. 98 Rotz. Nee. 95, 98, 95. Damit fährt er. Kraftstoffmischung 5000. Naja, nee, ein bisschen höher dreht er eigentlich. So. Mal da mal Schluss. So. Dann hat er hier einen kurzen Gusseisen. Hat er auf jeden Fall. Dann hat er einen 3W-Katalysator. Und dann. Achso, warte mal. Das da, oh, da habe ich einen Kommentar zu gekriegt. Ich glaube, da wurde von Absorption gesprochen. Ja, das passt schon mal soweit. Dann machen wir mal einen Testlauf. Oh, das passt schon mal ganz gut. Auspuff ist auch gut. Aber wir müssten noch ein bisschen mehr Leistung irgendwie ein bisschen rausholen. Dann können wir die Verdichtung. Hat er, glaube ich, 10,5 zu 1, ne? Dann sind wir wieder bei unseren 63 kW. Genau, da wollte ich ja auch hin. Oh, gut. Sollte sich ausgehen, ne? Gut, dann sind wir wieder hier. Und dann müssen wir uns jetzt so auswählen, die Schrägheck 5 Türe.
Karosserie. Das sieht fast schon gut aus, würde ich sagen. Das sieht fast schon gut aus. Diese Türkante hat er, naja, nicht ganz so ausgeprägt, ne? Kann ich die hier irgendwie ein bisschen... Kann das hier bearbeiten? Das kann ich nach vorne, nach hinten ziehen, okay. Kann ich das generell ein bisschen kürzer noch machen? Ja, das ging. So breit ist er eigentlich nicht. Das ist schon das Schmalste, okay. So, aber sonst habe ich hier keine große... Hier habe ich nochmal eine Möglichkeit. Ich könnte ihn noch ein bisschen... Ja. Auch hätte ich bald gesagt, ne? Also ganz so sportlich sieht er nicht aus. So. Kann ich hier machen? Oh Gott. Kann ich das wieder rückgängig machen? Hallo? Geht wohl nicht. Die Kanten hat er eigentlich auch nicht drin hier. Naja, gut. Was willst du machen? Da kann ich aber gerade auch nicht rausbügeln. Kürzer kriege ich ihn nicht. Was ist hier vorne? Kriege ich ihn da noch ein bisschen? Kann ich noch ein bisschen einkürzen? Okay. Sieht ja noch ein bisschen kompakter aus. Geht auch nicht nach oben und nicht nach unten, ne? Ist das nicht beidseitig denn? Ah ja, macht er beidseitig. Den kannst du auch richtig. Na gut, wir müssen auch ein paar Reifen drin verstecken, ne? So. Gut, dann, ja, sieht er aus wie ein 1er BMW so fast, ne? Also, wenn ich jetzt das so flacher wieder gemacht hätte. Oder 2er BMW oder wie der heißt. Naja, gut, okay. Gut, dann, aber haben wir jetzt erstmal keine andere Möglichkeit. Ja. Haben wir leider nicht. Gut, Farbe. Ja. Wir machen erstmal das ganze Ding schwarz. Und ja. Die Felgen. Also erstmal Stahlfelgen. Kohlefaser, wie sieht das denn aus? Ne, komm. Also Chrom oder Stahl, einfach mal Stahlfelgen dran. Radhauptfarbe, Radflankenfarbe, gibt's nichts. Breakfarbe gibt's auch nichts. Gut, weiter geht's. So, dann geht's jetzt darum, ein paar Lampen anzubauen. An dem guten Fahrzeug. Gerne. So. Er hat ja so ein bisschen... Ein bisschen hier in den Kotflügel reingehend, wo denn eigentlich das Hauptlicht rauskommt und dann nach innen die Blinker eigentlich so, ne? Muss man ja so mal sagen. Ungefähr dort. So. Ja. Ein bisschen größer machen wir so noch. Aber sonst ist okay. Gut. Das ist nicht ganz original, aber fast. So, was haben wir denn noch hier für Rapunzeln? Rückleuchten. Was haben wir denn da Schönes? Alles im Angebot. Das sieht doch keine so aus, wie ich es kenne. Ja, könnte man die nehmen hier, ne? Ja, das ist zwar nicht original, so richtig schön, gut. Oh, was geht da denn kaputt? Das geht nicht. Was, wie kann ich denn die jetzt generell... Ich würde die gerne nochmal ein bisschen vergrößern hier, aber... Wollen sie nicht. Na gut, okay. Die sind auch viel zu klein eigentlich. Aber es scheint sich hier nicht zu bewegen. Schade.
Probieren wir es nochmal anzusetzen. Vielleicht geht's dann. Da so und dann. Ah ja. So. Ah, da kommen wir da außerhalb des gültigen Bereichs. Ja, die Heckklappe, die ist so ein bisschen eckig drumher. Ja, eigentlich auch nicht, ne? Aber. Ja, viel was Schöneres, Besseres habe ich jetzt. Haben wir nicht. Gut, dann haben wir hier noch Seitenblinker. Haben wir noch dran? Ne, haben wir nicht dran, ne? Der Seitenblinker? Ne, der hat oben im Spiegel die Blinker drin, ne? Ja. Der hat oben im Spiegel hat der Blinker drin. So, dann müssen wir ja erstmal ein paar Spiegel anbauen. Ist das hier? Bevorzugte Kühleröffnung. Hm. Kühler Grill haben wir auf jeden Fall. Einfach, ne? Der ist ja auch unterschiedlich, je nach Leistung des Autos, ne? Oh. Hm. Das sind ein bisschen viele mal weg. So. Jetzt müsste ich den eigentlich komplett einmal drehen. Kann ich den hier drehen? 180 Grad? Warte mal, ich will ihn komplett drehen. Ich will ihn... Da. Da wird ein Schuh draus. So. Gut. Werde ich nämlich hier zwischen den Lampen setzen. Bin noch ein bisschen höher. Und dann passt hier doch eins dazwischen. Sieht fast gut aus. Also, hätte ich jetzt gesagt. Dann lassen wir mal so. Ist ein bisschen zu tief, aber naja, gut. Gut, Abstriche müssen gemacht werden. So, was haben wir denn hier noch? Luftöffnungen haben wir keine weiter. Luftputzen haben wir auch nicht. Aerodynamik. Was hast du denn da Schönes? Nee. Dann hast du hier eine Lippe, hat er. Dann gucken wir mal, ob wir hier das schön... Will ich denn da anbauen? Nee. Lippe. So. Oh, ob wir hier unten eine Lippe drunter kriegen. Eieiei. Oh. Bugsplat. Da hat's uns rausgekickt. Puh. Schade eigentlich. Sehr, sehr, sehr schade. Da hat's uns aus dem Spiel rausgekickt. Jetzt wird wahrscheinlich die Karosserie weg sein. Gucken, wie weit er sich das gespeichert hat. Ich hoffe. Dass wir dann noch ein Ende weiterkommen. So, da sind wir wieder. Sandkasten. Boah, waren wir gerade dabei. Eieiei. Ernsthaft? Hast du noch nicht mal gemerkt, wie ich den Motor konfiguriert habe? Da ist doch schon einer drin hier. Holo-Variante. Überarbeiten. Fotoszene. Ah. Überarbeiten war der richtige Klick. Alles klar. Gut. Dann haben wir ihn doch. Eigentlich müssen wir noch ein Stückchen zurück. Wir waren ja hier gerade dabei, Lippen anzubauen. Genau. Ich wollte Lippe anbauen. Und zwar, wir gucken mal, wie die aussieht. Ah, na, die sieht ja mal scheiße aus. Die nehmen wir nicht. Gut, dann nehmen wir hier bei den Lippen, dann nehmen wir mal doch die hier nochmal. Ich würde gerne die Lippe haben, danke. Ein bisschen hakelig gerade hier. So, da hat es sich ja schon mal ein bisschen angepasst. So, dann muss das ganze Ding natürlich noch ein bisschen breiter werden, damit sich das besser anpasst ans Auto. Jo. Das sieht schon mal gar nicht so übel aus. So. Noch einen kleinen Tucken breiter. So, dann müssen sie ein bisschen... Nee. Nicht in die Richtung, upsala, so, sondern... Lacher und dann generell. Das
wird einfach nicht, ne? Ah ne, passt schon eigentlich. Dann könnten wir hier unten noch einen Lufteinlass reinmachen. Dann gucken wir mal nochmal bei Lufteinlässen. Haben wir da was Schönes? Ja. Den könnte man hier unten. What? Ich will bloß ein. Warten der, wieso will der da zwei machen? Nö, ich will nur ein. So, den würde ich aber ganz gerne dann wieder um 180 Grad gedreht wissen. So. Dann machen wir den breiter hier. Dann kriegt er ein richtig schönes breites Lächeln. Ja, und den noch ein bisschen höher. So, und dann ein bisschen tiefer noch wieder. Oh, das könnte man fast so machen, ne? Und dann ist hier der Bereich fürs Kennzeichen. Ja. Das machen wir so. Das sieht gut aus. So, und dann können wir mal gucken. Da gibt es nämlich noch welche, die wir dann hier vielleicht so schön seitlich noch anbringen könnten. Irgendwie nicht so. Also irgendwie erstmal wieder wirklich mal um 180 Grad gedreht. Sieht auch nicht so aus wie das Original. Nee. Nee, das ist nicht gut. Dann nehmen wir lieber den hier und setzen ihn mal da an. Komm mal her. Ja, doch, das sieht eher so aus. Das kann man nochmal so ein bisschen dran rummorfen, ein bisschen breiter machen, ein bisschen länger machen. So, das sieht schon eher, ja doch, das kann man, das lassen wir nochmal so. Ja. Ist nicht ganz original. Also wenn ihr euch einen Polo anguckt, der sieht anders aus. Aber fast. So, dann haben wir Spiegel. Auf jeden Fall haben wir ein paar Spiegel. Wie? Nur den Spiegel? Was? Spiegel. Ah, jetzt wird's so interessant hier. Gefallen tut mir da keiner von. Wenn ich das mal so sagen darf. Aber wir nehmen den hier. No, der würde eigentlich, aber der ist irgendwie halb geteilt. Das weiß ich noch nicht, was das soll. Probieren wir den mal daran zu morphen. So. Gut, also da muss er auf jeden Fall hin. Und dann muss er erstmal generell größer werden. Und dann hätte ich ihn gerne so. Und dann wird hier einfach, der wächst ja einfach nur, ne? So recht sieht das auch nicht danach aus, was ich jetzt haben will. Nee, lass uns mal noch einen anderen Spiegel gucken. Lass uns mal noch den angucken. So. Ja, der ist nicht schön, aber geht. Ja, den nehmen wir so. Ja, den nehmen wir so. Gut. Dann hätte ich jetzt ganz gerne noch Türgriffe. Und die Türgriffe sind ja eigentlich so eine Schalen mit sehe ich jetzt hier auch wieder nicht so recht, ne? Das waren die alten Opel-Griffe. Klack. Dieses Geräusch alleine, dieses Griffes vom Opel. Alleine nur dieses Geräusch, ne? Schon sehr markenspezifisch gewesen. Also in aller Hässlichkeit, das sind ja hier Türgriffe vorhanden, ne? Ich glaube, ich muss da doch nochmal ein paar DLCs runterladen oder so. Oder ein paar Sachen aus dem Workshop. Eieiei. Was tue ich meinem Polo an? Als Türgriffe. Noch andere Varianten, denn Untervarianten hier? Warte mal, wenn ich den jetzt sehe. Nee, da gibt es nur die Variante. Okay. Hat der noch andere Varianten? Ach komm, nehmen wir den.
Ist echt selten hässlich, aber... So, er würde gehen. Der ist ungefähr, ja, knapp unter dem Knick, ne? So, auf der anderen Seite ist er auch gleich dran, ne? Ja, sehr schön. Größe lassen wir so. Und dann machen wir noch den... Ne, das Schloss sieht man gar nicht, ne? Das Schloss ist abgedeckt, genau. So, und dann machen wir noch welche für hinten. Weil hinten an der Tür haben wir ja auch welche. So. Oha. Na gut. Passt sich aber ein. Bisschen gegen den Wind. Naja. Gut. Dann haben wir noch den Tankdeckel. Oh, den Tankdeckel haben wir auch. Der ist auf der Seite versteckt. Der ist, glaube ich, knapp über dem Radkasten. Der ist... Oh, der ist eckig. Der ist eckig und der ist... Ich glaube, der ist... Da so. Ab hinter dem Rad geht's hier runter. Ja, ja. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Nee. Dann haben wir hier Antennen. Und zwar haben wir eine Dachantenne in äußerster Schönheit mittig oben auf dem Dach. So. Da so. Oh, mittig ist das aber noch nicht. Wo ist mittig? Oh, so geht's schon. Doch, das geht schon so. Das nehmen wir so. Die sieht in etwa so aus. Funktioniert bei mir saumäßig schlecht. Also das Radio generell. So, dann nehmen wir Kennzeichen. Und zwar nehmen wir... Welches Kennzeichen nehmen wir denn? Wir nehmen ein Kennzeichen. Eigentlich wurscht, ne? So. Ja, hier kommt Sport. Einmal dran. Jetzt frag mich mal, wo hinten an meinem... Aber das müsste hier sein, ne? Achso, ich verändere das vorne noch, ne? Naja, komm, dann lass mal vorne Elite dran stehen. Und hinten auch. Ist gar nicht hinten Stoßstangen? Ne, da haben wir eigentlich keine weiteren Verkleidungsdöns dran. Und ist das eingerastet da oder nicht? Gut, dann kommt er da ran. Da brauchen wir eigentlich... Ich brauche noch einen Türknauf für hinten. So ein Drücker. So ein Kofferraumdeckel. Ach nee, hat er ja gar nicht. Der hat ja das VW-Zeichen hinten einfach als... Genau. Das wird ja auch noch interessant. So, Frontschürze. Nee. Plaketten. Genau, Plaketten. Und dann nehmen wir... Was nehmen wir denn da Schönes? Dann nehmen wir durchaus dieses Runde hier als VW-Zeichen, ne? Und sagen einfach, das ist ein VW-Zeichen. Das hängt ihm ja eigentlich im Kühlergrill. So, dann müssen wir natürlich ein bisschen wachsen lassen. Oh, das wieder zurück. So, ein bisschen wachsen lassen. So, dann müssen wir es eigentlich in den Kühlergrill reinhängen. Weil es eigentlich genau mittig im Kühlergrill ist. Oh, passt doch. Nehmen wir. So, und dann nehmen wir natürlich auch noch eins. Haken dran machen. Dann nehmen wir natürlich auch noch eins hier hinten. Das ist hier so ziemlich mittig, da drinnen. Und auch ein bisschen größer. Fertig. So. Gut. Gibt es denn hier, da gibt es noch Text. Hier mal Text. Dann können wir noch einen, da machen wir einfach mal P. Nee, P, Haken, O. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Seite steht. Aber L. Was kann ich? Steht das auf der Seite oder steht das auf der Seite? Fuck, ich so guck mein Auto von hinten so selten an. Na gut, okay. Von vorne sieht er nicht unbedingt aus wie ein Polo, von der Seite auch nicht, von hinten auch nicht. Aber es soll einer sein. Ich habe keine, weiß ich nicht, ob ich hier, ich muss mal noch mal gucken, ob man da irgendwo Vorlagen oder so sich noch runterladen kann. Ich denke mal, das gibt's bestimmt. So, dann wollen wir doch mal gucken, was gibt's denn da noch? Achso, da ist hier noch einiges. Also, wir haben jetzt die Karosserie von dem Polo gemacht. Wir haben unser Auto da reingesteckt. Das sieht wirklich nicht aus wie der Polo, oder? Aber ich habe keine bessere Karosserie gefunden. Also, falls ihr da irgendwas habt, könnt ihr gerne jetzt mal drunter schreiben. Wir machen jetzt dann erstmal weiter in der Sache hier und werden dann den Antriebsstrang und alles als nächstes dann durchnehmen. Und wir werden ihn natürlich auch, wenn er fertig ist, am Ende in BeamNG fahren. Auf jeden Fall.
und auch mal kaputt fahren. Ich möchte mal sehen, wie mein Polo aussieht, wenn er kaputt gefahren ist. Möchte ich hier nicht live testen, ne? Gut, alles klar. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir unser kleinen Polo fertig haben und ihr immer noch dabei seid. Ich denke mal, das wollt ihr auch sehen. Bis denn. Tschüss.